So, und willkommen zurück bei Harvest Live. Wir sind immer noch... Oh, hi! Sven! Na, wie lebst du dich auf der Farm? Ich beneide dich ja wegen den Tieren. Okay. Macht viel Arbeit. Kannst du dir das vorstellen, Sven? So, was gibt's denn hier heute Schönes? Schauen wir mal, ob wir das große Geld bekommen. Nein, Tierfutter. Gut. Nur dumm, dass ich gerade voll habe. Hanna hatte ich doch erst gesehen. Hallo, Hanna. Schau mal auf dem Friedhof, ob da irgendwie was neu ist. Ich gehe mal. Kann ich den Sarg klein hauen? Achso, nein. Der Baum dahinter. Gut. Pam, pam. Gibt es hier irgendwelche Geheimnisse dahinter? Sieht nicht so aus. Und dann machen wir Friedhof wieder zu. Na, zu machen. Holz fällen. Kann ja leider nichts machen. Hi. Warst du Sven? Ja. Ja, du beneidest mich, ich weiß. Ja. Gut, die Kühe wollen gemolken werden. Ups, da kann ich eigentlich noch zwei Äpfel essen. So, hopp. Zu machen. Oh, wer kommt hier? Hallo. Sarah. Na, wie lebt es sich auf der Farm? Das kenne ich doch schon, das hat Sven gesagt. Ich beneide dich ein wenig um das Leben mit den Tieren. Okay. Gut. Soll ich sie mal rauslassen? Komm mal mit. Und zumachen. Oh, und Eier gibt's auch wieder. Quatsch, Milch habe ich jetzt. Holz habe ich auch. So. Zack. Ein Ei. Da ist ja noch eins. Zack. Bla la la la. So, ein Lager. So, und was sagst du jetzt? Hast du mal versucht zu angeln? Fische haben gute, gesunde Nahrungsquelle. Ja, ja. Ich habe so viel geangelt, ich muss die Dinger verkaufen. Mädel. Kürbisse. Zack, Wasser drauf. Machen wir nochmal hier Stromspiel. Oh. Schließen. Komm, da brauchen wir noch mehr. So, Energie ist wieder voll. Ein Kürbis haben wir wieder. Einlagern. Warum haben die Kühe gemut? Oh Scheiße, wir werden müde. Ah, die letzte Kuh möchte gemolken werden. Hopp. Hopp. Zack.
bringen wir mal die Milch nachher in unseren Verkaufsstand. So, und dann würde ich sagen, ab ins Bettchen mit uns. Jetzt schaue ich gleich nochmal hier in das Dingsbums von meiner Farm, der Bauplan. Was könnten wir mal noch kaufen? Bärenstrauch, Pflanze, Futterautomat, Acker, Wasserdruck, Stein, Hühnerstall, Weg, Zaun, Laterne, Tor. Gut, oder wie teuer ein Schwein kostet? 250. 150. Eine Laterne. Ja, ich wollte jetzt nichts ändern. Oh, du hast Hunger. Hopp. Put, put. So, ich habe auch Hunger, deshalb müssen wir mal hier unsere eigenen Äpfel nehmen. 1, 2, 3. Oh, meine Kühe haben auch Hunger. Und bei dem schlechten Wetter kommt wieder mal keine Kundschaft. Das weiß ich doch jetzt schon. Hopp. Na, da kommt einer. Hey. Hallo, Luca. Hallo, Vastra. Wie macht sich die Farm? Hast du auch Schweine? Nein, habe ich leider nicht. Ich weiß nicht, was ich von den Schweinen verkaufen soll. Wenn ich welche haben würde. Wobei, wenn eh jetzt nichts zu tun ist. Hühner und Kühe habe ich jetzt gerade gefüttert. Können wir nochmal hier an den Verkaufsstand gehen? Ey, Quatsch, an Drehstein, ans Glücksrad. Ich guck gar nicht hin. So, und was wird es? Wow! Nochmal Pralinen. Ich hab zweimal Pralinen. Das mal kein Glück ist, das ist alles Holzfällen. Es regnet. Die ganzen Leute kommen nicht raus hier bei dem Wetter. Das ist schon schade. Oh, wer bist du? Hallo, Eva. Hallo. So, ich gebe dir mal ein Geschenk. Mist. Okay, wie kann ich Eva so... ein Pralinen-Dings geben. Ich weiß es nicht. So, noch einen Apfel uns reingedrückt. Oh, bei den Kühen ist Schmutz. So, mal kurz die Kacke sammeln. Hallo, wer bist du denn? Mathilda, hallo Wasser, dein Hof sieht wirklich toll aus, danke. Wer bist du? Nochmal Mathilda? Moment. Mathilda? Ok,
gibt's nicht. Keine Geschenke, wir erhalten die Freundschaft. Gut, wenn ich nur wüsste, wie ich sie übergeben kann. Ich habe es gerade mit Rechtsklick versucht bei Eva, aber entweder wollte sie nicht oder irgendwas stimmt nicht mit dem System hier. Ich müsste nochmal neu starten. Wow, wow, wow. Hopp, hopp, hopp. Zack. Zack. Jetzt pflanzen wir mal ein bisschen Kohl an. So. Kohl und Kürbis. Kürbisse. Und was waren das hier? Rüben. Und Karotten. Hier hin. Karotten. Hopp. Und nochmal Karotten. Könnte ich eigentlich nochmal ein Futter voll machen. So. Ein Lager. Schauen wir nochmal in den Briefkasten. Brichten und kürzlich geisterhafte Erscheinungen. Durchscheinende Frau soll in der Nähe des Dorfes gesichtet worden sein. Ja, ich habe Mathilda doppelt gesehen. Ist das auch irgendwie ein Geist? Und ich kann nicht mehr essen. Und daher, vielleicht sollte ich mal Riedel locken. Gehen wir mal kurz hier rein. Hauptmenü. Sind Sie sicher? Ja. Spielen. Astra. So. Ich kann nicht essen. Warum nicht? Obi geht wieder nach Hause. Solange wie niemand kommt hier, um meine Waren zu kaufen, wird das nichts, Obi, mir eine neue Aufgabe zu geben. Heute so eine Brücke reparieren. Abbrechen. Nicht genug Geld. So, Löwenzahn. Max Pilze. Holz hacken könnte ich aber. Aber keine Beeren ernten. Wieso nicht? So, der Kollege Angler, der scheint auch nicht im Haus zu sein. Holz fällen. Ach, der ist am Angeln. Okay. Das sagt mir bestimmt, was für ein schönes Angelwetter hier ist gerade. Ja. Während eines Gewitters solltest du nicht angeln. Ah, okay. Ich glaube, da hat er recht. Vielleicht beißen sie da umso besser.
Waren verkauft 8 von 10. Können wir ja doch bald eine neue Aufgabe bekommen. So. Kann man hier auch Holz fällen. Ich brauche unbedingt diese Äpfel. Na ja, komm. Und weiter geht's. Hopp. 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 5 Äpfel haben wir. Zack. Zack. So. 8 Äpfel. 9 Äpfel. 3. 1, 2, 3. Haben wir wieder nur noch 6 Äpfel. So, laufen wir wieder zurück. Da 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 da. Oh. Ist ja schon wieder tief in der Nacht. Mist. Es wird höchste Zeit, dass wir heimkommen und schlafen. Oh wei. Oh wei, oh wei. Why, oh why. Why, oh why. Oh, wir müssen noch Wasser nachfüllen. So. Schnell ab ins Bett hier mit uns. Schlummer, Schlummer, Schlummer. 6 Uhr, 7 Uhr. Komm, wir stehen mal auf. 8 Uhr. Ah, wir müssen Holz verkaufen. So, jetzt können wir Eier sammeln. Zap, 2 Eier. Opi ist wieder da. Hopp. Bei diesem schlechten Wetter. So, du kleine Mutsche. So, sammeln wir hier die Kacke ein. Wow, wow, wow. So, Mädel, hallo. Ich würde dir gerne ein Geschenk geben. Aber es will nicht funktionieren. Das tut mir leid. Was könnten wir mal noch verkaufen? Oh, wo läufst du denn hin? Hast du die Briefträgerin? Oh, hallo. Pakete, Pakete. Ich will dir was geben. Meine Freunde Eva. Gut. Dann. Interview mit Dirk und Maki von Nerdstar TV. Sie erzählten uns, wie sie auf die Idee kamen, den ersten Fernsehsender zu eröffnen, der ausschließlich über das Internet zu erreichen ist. Weiteres auf Seite 3 bis 5. Dumm, dass ich nicht umblättern kann. Ihr wollt mich alle ärgern. Quack, quack, macht die Henne. So,
Tomaten sind wieder ready. So. Zack. Können wir nochmal 3 Tomaten hier reinpacken. So, meine Hühnchen haben Hunger. Nein, das da. Und da. Demzufolge werden die Kühe auch Hunger haben. 2, 3, hopp. Du kriegst was, du kriegst was, du kriegst was. So, und jetzt lass mich raus. So. Gut. Ich habe immer noch Äpfel in der Tasche. Ich werde jetzt erstmal die Folge beenden, dann starte ich nochmal komplett neu. Vielleicht kann ich dann die Büsche wieder benutzen. Ich sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.